Hallo und herzlich willkommen zur neuen Let's Play von mir über das Spiel Dice and Dungeons von Benny Games. Das Spiel kostet auf Steam 2,03 €, wirklich recht günstig, also im Angebot, und so kostet 2,39 €, also ist auch nicht viel. Was ich natürlich bis jetzt noch schade finde, ist, dass es keine Speicherfunktion während den ganzen Runs hier gibt. Also die soll ja angeblich noch hinzugefügt werden, wird aber noch dauern, weil er wenig Zeit hat. So laut Steam-Diskussion. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Wie man spielt, werden wir jetzt erstmal gar nicht drauf eingehen. Ich habe schon ein bisschen gespielt, also dann brauchen wir das uns gar nicht angucken. Ist nur auf Englisch, aber sehr, sehr einfach zu verstehen. Wir starten jetzt einfach mal und ihr seht, ihr könnt zwischen diesen vier Helden hier wählen. Hier unten seht ihr die momentanen Lebenspunkte. Range Attack 2 Damage hat jetzt sie, die gute Dame, mit einem Langbogen. Mit einer leichten Panzerung und einmal, sag mal, so einen Heiltrank. Er startet mit einem Dieb. Also mit dem Dieb können wir zum Beispiel ihm einen... Warte mal, das war der Nahkampfangriff stehen. Auch mit leichter Panzerung. Gesundheitstrank. Und zwei so kleinen Dolchen. Mit ihm haben wir das Langschwert. Dann schon die mittlere Panzerung. Und ein Schild. Warte mal, der startet mit irgend so Blitzangriffen. Auf jeden Fall hier Magic Attacks. Hat eine etwas schwerere Panzerung. Und hat auch einen Gesundheitstrank. Ich bin jetzt beim Überlegen, wenn wir nehmen... Denke trotzdem, wir werden das hier mit dem Dieb spielen, weil ich finde es wirklich sehr, sehr cool, wenn er einen Nahkampfangriff hat, den könnt ihr nämlich dann klauen, dass er in seinem Zug nicht angreifen kann. Also wenn er jetzt nur einen Nahkampfangriff hat, kann natürlich auch zwei Stück würfeln. So, wir werden auf jeden Fall erstmal auf Normal spielen. Gegner lassen wir auch auf Normal. So. Dann können wir uns natürlich jetzt hier erstmal eine Karte auswählen. Wenn ihr wollt. Ihr habt 100 Goldstücke. Ihr seht ja, was hier eine Karte kostet. Und hier habt ihr nämlich diese Symbole. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier reinschauen. Hier habt ihr zweimal einen Heiltrank. Einmal Looten, also Gold. Und dreimal, wo nichts passiert. Also das X ist immer, da passiert nichts. Bei unserem Schild zweimal Verteidigung. Da müssen wir jetzt reingucken, was jetzt hier das laufende Männchen halt. Ah, da können wir davon rennen, aber nicht, wenn wir in einem Bosskampf sind. Das müssten ja die Fernangriffe sein. Ah, magische Pfeile. Und das passiert automatisch, also das brauchen wir gar nicht auswählen. Manche sind ja automatisch und manche müssen wir auswählen. Wir hatten ja den Dieb mit den Dolchen. Ich glaube, wir nehmen hier die Spike-Keule für 55, die nehmen wir jetzt mal. Und ich glaube, wir nehmen jetzt trotzdem mal noch so einen Gesundheitstrank. Okay, wir haben zwei Karten jetzt gekauft. Und wenn wir jetzt mal ins Spiel reingehen, wir haben neue Würfe. Und wir können jetzt alte Würfe verbrennen, die wir nicht mehr möchten. Wir gehen jetzt einfach mal auf Ja. Und hier seht ihr jetzt eure Würfe. Und da könnt ihr natürlich jetzt schauen... Ich bräuchte jetzt zum Beispiel den und den Würfel nicht. Dann könnt ihr den nämlich hier aus eurem Würfelsack hier entfernen. Ihr seht, wir hätten jetzt zwei Würfel, die wir verbrennen können.
Da haben wir einmal einen Nahkampfangriff. Warte mal, was ist das hier? Oder mein, nach. Was ist dieses Symbol? Ich glaube, dass das hier ein magischer Angriff war. Das Symbol haben wir jetzt hier gar nicht. Das ist nicht dieses Symbol. Aber ihr seht es ja selber, wir können ja zum Beispiel mit dem hier das gegnerische Schild zerstören. Aber wie gesagt, auch immer nur eins. Also nicht, wenn er jetzt drei Schilde hat, dass wir dann alle drei zerstören können, immer nur eins. Destroy Steel. Genau, hier sein Nahkampfangriff mit dem Dieb, den haben wir ja. Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage, was das hier für ein Symbol ist. Warte mal, das haben wir ja. Zwei Geld da. Da haben wir Fernkampf. Komm, den hauen wir jetzt mal raus. Da hätten wir auch noch mal. Ja, komm, die zwei Würfel haben wir raus. So. Jetzt sind wir im Dungeon-Bildschirm, also wo wir jetzt hier von Dungeon zu Dungeon gehen. Ihr könnt jetzt hier nicht auf irgendeiner Karte rumlaufen, so wie ihr es von den anderen Spielen kennt. Also ihr werdet jetzt hier auf dem Bildschirm bleiben und immer wieder zum nächsten Gegner gehen. Es können natürlich auch Zufallsschätze auftauchen, Händler. Das ist aber alles, wie gesagt, zufallsgeneriert. Also ihr wisst nie genau, wann die kommen. Also wir haben ja die jetzt hier. Das hier, also in euren Würfelsack könnt ihr nur rein, wenn ihr euch nicht im Kampf befindet. Das muss ich euch dazu sagen. Und ihr habt immer, egal wo ihr seid, immer die komplette Beschreibung von euren Würfeln. Und hier zum. Warte mal, jetzt könnten wir das reinschauen, was das hier ist. Ne. Da ist es, dieses Symbol. Aber ich denke, das ist ein magischer Angriff. Ich glaube, jetzt habe ich dann doch Blödsinn gemacht, wo ich das gelöscht habe. Auf jeden Fall. Wir haben hier unser Schild. Fernangriff. Nahkampf. Hier passiert gar nichts. Hier können wir looten. Und das war, glaube ich, die Magie. Ja, okay. Jetzt werden wir einfach mal reingehen hier ins Spiel. Wir haben einen. einen. Bösen Kaktus. Initiative haben wir bekommen, das passt, wir dürfen anfangen. Aber das hat mir schon so gefallen, auch mit den ganzen Gegnern, die hier kommen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt jetzt von Tür zu Tür gehen, immer wieder neuen Gegner. Wenn ihr sterbt, ist das Spiel vorbei. Und ihr könnt halt leider nicht speichern momentan. Ich hoffe natürlich, der Entwickler hält sein Wort und fügt diese Speicherfunktion noch hinzu. Also, wir haben jetzt gewürfelt, ihr seht hier unten, das sind unsere Symbole. Die werden jetzt verteilt. Also wir haben jetzt einmal Verteidigung, zweimal Nahkampfangriff, einmal Looten und einmal überhaupt nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, was er bekommt. Und wir haben einen Gesundheitsrang, schaut hin. So. Er hat einen Nahkampfangriff. Oh, ein ganz schlechter Würfel. Viermal natürlich überhaupt nichts. Sieben Gesundheit. Wir können den, da er ja sowieso keinen Block hat, zweimal mit Nahkampf angreifen. Looten einmal. Jetzt wird er seinen Nahkampfangriff auf jeden Fall starten, weil jetzt ist nämlich dann er dran. Und wir haben ein Schild. Also uns passiert überhaupt nichts. Genau. Haben wir geblockt. Und da muss ich wirklich sagen, für den Preis ist es ein Top-Spiel. So, wir hatten jetzt. Hier haben wir den Fernangriff. Der kommt ja automatisch. Dreimal nichts und einmal Nahkampfangriff. Warte mal, wir haben den Dieb. Bringt uns aber jetzt momentan eh nicht wirklich was, weil er keinen Nahkampfangriff hat. Wir greifen ihn einmal an. Ach, der hat ja ein Schild. So.
Ne, die bringt uns nicht. Der verschwindet jetzt sowieso beim in der nächsten Runde, so wie jetzt. Seht ihr ja, der ist weg. Oh, zweimal sogar. Und ein Schild, das ist sehr gut. Okay, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Schaut euch das hier an. Der hat sogar einen magischen Angriff. Und da gibt es ja auch, jetzt warte mal, wenn wir schnell mal hier reingehen, einen Blocker. Da, den bräuchten wir. Block Magic Attack. Was ich mir natürlich jetzt frage, ist, wenn wir jetzt den Angriff nicht starten, ob der in der nächsten Runde bleibt. Das weiß ich leider noch nicht. Da haben wir den. Nee. Den magischen Angriff kann er auf jeden Fall bringen. Jetzt passt auf. Genau, da hat er ihn. Bräuchten auf jeden Fall jetzt mal wieder einen Gesundheitstrank, dass wir unsere Gesundheit hier wieder hochhauen. So. Er hat einen Fernangriff von uns bekommen. Er hat auf jeden Fall auch ein Schild hier. So, jetzt warte mal. Wir klauen ihm seinen Nahkampfangriff. Da ist er weg. Looten einmal. Oh, wir haben sogar zwei magische Angriffe, die er nicht blocken kann. Er kann unseren Nahkampfangriff blocken, aber die zwei nicht. Ah, jetzt werden wir sehen. Ah ja, also ihr seht, sobald wir auf nächste Round gehen, ist unser Schild auch weg. Also wenn er jetzt nur ein Schild bekommt, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und er hat nur ein Schild. Wir looten mal, damit wir unser Gold bekommen. Das brauchen wir natürlich, wenn ein Händler kommt. Und hauen jetzt hier. Ach, warte mal, wir haben den Schaden bekommen. Ein Damage. Da müsste ich jetzt mal gucken, wieso haben wir jetzt den einen, hat er irgendwas ausgespielt, da habe ich nicht aufgepasst. Es gibt, glaube ich, noch irgendeine Option, wenn wir angreifen, bekommen wir auch den Schaden. Ich denke, dass er das jetzt ausgespielt hat. Da, Mann. Jetzt konnten wir aber, ich weiß nicht, haben wir jetzt noch gelootet. Aber er ist auf jeden Fall weg. Ja, wir bräuchten Gesundheitstränke. Da haben wir jetzt irgendwie überhaupt keinen mehr bekommen. Nur einmal in der ganzen Runde. Wir gehen jetzt einfach mal in den nächsten Raum herein. Schauen wir, was hier. Oh, wir haben eine Truhe gefunden. Eine Axtkarte. Jo. Zweimal Nahkampfangriff, zweimal Magic. Also da müssen wir aufpassen. Ich habe die falschen Karten verbrannt. Den nehmen wir. Nein, wir wollen jetzt erstmal keine entfernen. Oh, eine Sonnenblume mit großen Zähnen. Unentschiedene Errungenschaft bekommen. Wer darf jetzt dann hier anfangen? Ach so, da wird nochmal gewürfelt. Das ist ja cool. Leider hat er sie gewonnen. Magischen Angriff. Ich glaube aber, solche Würfel habe ich gar nicht, die einen magischen Angriff blocken können. Jetzt muss ich mal gucken, was war jetzt das hier? Das mit der Hand. Ach so, ja, da können wir jetzt nicht reinschauen, weil wir mitten im Kampf sind. Also, wir looten zweimal. Einmal den und einmal den.
Stadt war wohl nichts. Okay, Gesundheitsrang hat er bekommen, aber dreimal nichts. Es wäre natürlich gut, wenn wir jetzt einen Schild bekommen. Ja, wir haben ein Schild. So, wir werden auch trinken. Und magischen Angriff. Sehr gut für uns. Oleg, wir haben aber auch viermal nichts bekommen. Da mal einen Block. Ja, der bekommt immer den Gesundheitsdrang. Schaut euch mal das an. Und zwei Block hat er sogar. Ich denke, die Sonnenblume hier wird ein bisschen dauern, bis wir die runterhauen. Immer wieder, schaut euch das an. Ich glaube wirklich, wir haben die falschen Karten verbrannt, weil Gesundheitstränke bei uns sind, finde ich, ein bisschen mager. So, der hat den. Warte mal, zweimal looten. Aber ihr seht ja selber, so viele Karten hat ja der gute Mann hier nicht. Der wird ja fast in jeder Runde seine Gesundheitstränke bekommen. Shit, shit. Magischen Angriff. Also ihr müsst dazu sagen, egal wie viel Gesundheitstränke ihr habt, ihr könnt nicht über eure Maximalgesundheit drüber gehen. Jetzt haben wir aber wenigstens schon mal auf 3 unten, aber da bekommt er schon wieder zwei Tränke. Also da haben wir eindeutig die falschen Karten dafür. So, was ist das hier oben? Mal ganz kurz gucken. Das war Spike Shield Block. Oh. Ach, das ist ein Schild. Das wird dann nur eingesetzt, wenn er jetzt mit dem Nahkampf angreifen würde. Also das können wir nicht auswählen. So, unser Schild blockt seinen Angriff. Blöd natürlich, weil er jetzt seine Tränke. Also ich glaube, das wird jetzt ein unendlicher Kampf hier. Nein, wir haben auf 2 unten. Der Trank bringt uns nichts. Wir haben aber auch nicht wirklich gute Angriffskarten, finde ich.
Jetzt hätte er überhaupt keinen Drang. Jetzt bräuchten wir 4 Angriffe. Okay, aber dafür hat er 2 Schilde jetzt. So, Nahkampfangriffe geblockt mit unserem Spike-Schild. Hey, warte mal, wir hatten doch einen Spike, ein Shield, oder nicht? Ah ja, blockt mit dem Schild, das passt. Jetzt warte mal, der hat zweimal. Boah, wir sind schon Runde 12 jetzt. Wir kriegen aber hier aber auch keine. Nicht wirklich was raus. Boah, er hat fünfmal gar nichts bekommen. So. 2 Gesundheit. Wir müssen jetzt hoffen, dass er keinen Trank bekommt. Einen Trank hat er nur. Nein, und jetzt bekommen wir den Dieb. Na, halt. Jetzt warte mal. Ach so, das sind nur unsere Würfe. Gewürfelt wird hier oben. Deswegen, also da wurde der Dieb, der was hier unten lag, stimmt dann gar nicht. Sorry. Jetzt, ja. So, und jetzt bräuchte man nur noch einen guten Angriff und er keinen so einen Trank. Dann haben wir ihn. Ja, doch, einen hat er. 2 Angriff. Na, ich schaue immer hier unten, ne? Das ist ein bisschen verwirrend. Wir haben auf jeden Fall den Fernkampfangriff. Und ja, da haben wir ihn. Perfekt. Also ich habe jetzt wirklich gedacht, das nimmt kein Ende mehr. Magischen Angriff nehmen wir. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal gucken. Also den Dieb hatten wir halt wirklich überhaupt nicht oft. Die Tränke lassen wir. Schilde haben wir halt auch nicht oft bekommen. Also jetzt nochmal zur Erklärung, weil ich das ja immer doppelt durcheinander gebracht habe. Die Würfel liegen unten auf eurem Brett mit diesem Symbol. Das heißt aber nicht, dass ihr das Symbol habt. Der Würfel hat diese Symbole, was passieren kann. Und dann werden die oben aufs Spielfeld gewürfelt. Darum komme ich da immer ein bisschen durcheinander. Ich wüsste nicht, welche. Das ist zum Beispiel gute Würfel, nur einmal, wo man nichts bekommen würden. Zweimal Nahkampf, einmal Shield. Da ist halt der 50-50 Schuss bei diesem Würfel. Genauso wie bei dem hier. Ich würde sagen, wir hauen den weg. Und den. Oh, Langbogen. Ja, natürlich nehmen wir alles mit. Ninja-Stern. Lassen wir jetzt einfach mal. Oh, wir sind beim Händler. Sehr gut. 225 Gold. Warte mal, was waren diese Netze jetzt? Ah, okay. Der Gegner kann keine Skills ausspielen. Was kostet die denn? 65?
Da haben wir das hier mit diesen magischen Angriffen zu blocken. Ah, die Karte ist nicht gut. Schaut euch mal das an. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir können vom Gegner die Gesundheitspunkte ein bisschen minimieren und uns hinzufügen. Dann nehmen wir die Karte mal. 95, naja. Ist zwar teuer, aber ich denke, das ist ein großer Nutzen. Da haben wir den Dieb. Ah, schau dich mal die an, den Warhammer. Sehr gut. Den nehmen wir. Ne, wir werden jetzt erstmal keine verbrennen. Oh, eine große Schnecke. Er darf. Oh, na, warte mal, wir sind der blaue Würfel. Sehr gut. Was hat er denn? 7 Gesundheitspunkte. Und 2 Schilde, das ist schon mal sehr gut für uns. Ah, er hat 3. Das bringt uns nichts. So, dreimal nichts. Das Gute ist schon mal, dass der Fernkampfangriff vorher schon stattfindet, bevor er sein Schild bekommt. Was ist das hier jetzt hier mit dem Auge? Ha! Wir können ihn nicht treffen. Also ich denke mal, mit Fernkampfwaffen ist das gemeint. Oder er muss das erst aktivieren. Das kann natürlich auch sein. Ach ja, also die Unsichtbarkeit muss man erst aktivieren. Also müssten wir jetzt eigentlich daneben hauen. Ich hoffe mal, das geht jetzt auch nur für eine Runde. Boah, schaut mal an. 4-mal gar nichts. Ja, okay, also. So, wir looten noch einmal. Werden aber jetzt hier einen Treffer bekommen. Ja, ihr seht, es geht für eine Runde. Looten, looten, looten. Aber das ist eigentlich schon so gemacht, dass man denkt, man würfelt die Sachen hier unten, obwohl das ja dann hier oben ist. So, wir haben einen Block, das passt. Dreimal looten. Und er macht auch keinen Treffer bei uns. Geblockt. So, Angriff, Fern ist sehr gut. Füllen auch gleich unseren Gesundheitspunkt wieder auf. Ja, das ist natürlich gut, dass wir starten dürfen. Somit kann er sich nicht unsichtbar machen. Warte mal, wenn wir hier auf Help gehen. Ah, warte mal, wir können hier seinen Gesundheitspunkt nehmen und uns eigentlich geben. Also wenn wir jetzt weniger hätten, dann würde der uns jetzt hinzugefügt werden. Gesundheitstrank, natürlich. Einen Goblin. 4. Okay. Der ist natürlich, hat er nicht so viel Lebenspunkte. Ja, das war ja ganz knapp jetzt.
Und das war ja jetzt. Ach so, hier können wir sein Schild zerstören. Na, der hat sogar zwei. Also eins können wir ihm zerstören. Und zwei magische Angriffe, die er natürlich nicht blocken kann. Und die bringt uns nichts. Er hat keinen Nahkampfangriff. Dreimal nichts, schade. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Gesundheitspunkte wir hier nehmen. Aber wir haben einen Dieb. So, jetzt passt auf. Jetzt verschwindet sein Nahkampfangriff. Wir looten, machen den einen Angriff und hauen das hier raus. Und somit ist er weg. Ein Igel. Wir dürfen anfangen. Okay, also so spielt sich das jetzt weiter. Wie gesagt, jetzt hier gegen Adler. Schade ist es natürlich, dass wir nicht speichern können. Wir sind jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr gut dabei. Haben noch unsere kompletten Lebenspunkte. Sind beim, wie für den Gegner? Beim fünften? Ich wüsste jetzt gar nicht, ich glaube schon. Und, tja, wenn wir auf Escape gehen, wir können Hauptmenü. Ihr seht ja, euer Fortschritt wird gelöscht. Also besser gesagt, ihr verliert euren Fortschritt, weil einfach diese Speicherfunktion noch nicht vorhanden ist. Aber wie gesagt, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ihr habt jetzt auf jeden Fall erstmal so einen schönen Einblick ins Spiel bekommen. Und da muss ich sagen, für 2 Euro, also kann man nicht meckern, ja. Wie viele Gegner es gibt, weiß ich nicht. Da muss ich jetzt nochmal gucken, ob das in der Steam-Beschreibung steht. Aber wie gesagt, wir werden mit dem Spiel weiterspielen, wenn die Speicherfunktion eingefügt worden ist. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Hoffe natürlich... ich habe immer noch Husten. Ne? Hoffe natürlich, ich konnte euch das Spiel so ein bisschen zeigen. Könnt mir einen Daumen nach oben da lassen, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's es gut. Tschüss.